Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Reihenvorstellung für euch und zwar soll es heute um die Deathline-Reihe von Janet Clarke gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Allererstes erstmal vorweg, falls ihr irgendwelche komischen Background-Geräusche hört, das ist Milo, der ist gerade zu Mittag. Also ich, musste den Hund jetzt füttern und bin aber noch nicht fertig mit Drehen und ich kann ja den Hund hier nicht aus dem Zimmer aussperren, deswegen muss ich die Tür offen lassen, deswegen hört ihr ihn jetzt wahrscheinlich, wie er gerade ist. Also lasst euch nicht irritieren durch diese eventuellen Hintergrundgeräusche. Auf jeden Fall soll es ja heute um diese beiden Schätzchen hier gehen, und zwar die Deathline-Reihe von Janet Clarke. Das ist der erste und der zweite Teil. Das ist eine Dilogie und damit die Reihe abgeschlossen. Deswegen freue ich mich, dass ich eine Reihenvorstellung machen kann. Das heißt, ich habe nämlich wieder eine Reihe beendet. Ich freue mich. Und ich erkläre euch nochmal den Inhalt vom ersten Teil, da das wieder eine Reihe ist, die nahtlos aneinander anknüpft und ich euch natürlich für den zweiten Teil nicht spoilern möchte. Deswegen machen wir das so wie immer. Ich sage euch den Inhalt vom ersten Teil, dann sage ich euch, wie mir die beiden Bücher gefallen haben. Und dann kommen wir nochmal zu einem nicht spoilerfreien Teil, den ich dann aber vorher nochmal ankündige, wo ich euch zum zweiten Teil nochmal Näheres sage, was mir da gut gefallen hat und was mir nicht so gut gefallen hat. Und naja. Ihr wisst, das Übliche halt. Und deswegen fangen wir jetzt damit an, dass ich euch nochmal erzähle, worum es in Ewig Dein von Janet Clarke eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Josie. Und Josie ist 16 Jahre alt und die Sommerferien haben gerade begonnen. Und sie freut sich auf die Ferien, endlich keine Schule und alles ist entspannter. Und sie kann mehr auf der Farm mithelfen, auf der sie lebt. Denn Josie lebt auf einer Pferderanch. Und das Geschäft ihrer Familie läuft im Moment gerade nicht so gut. Und die können jede Hilfe gebrauchen, die sie kriegen können. Und ja, auf jeden Fall freut Josie sich auf die Sommerferien und halt auch ihre Familie mehr helfen zu können. Und hat noch zwei sehr, sehr gute Freunde, die ihr auch immer zur Seite stehen, und zwar Dana und Gabriel. Und auch die helfen gelegentlich auf der Ranch mit und packen damit an. Und also sie hatte zwei sehr, sehr gute Freunde an ihrer Seite. Und es ist so, dass Josie gleich zu Beginn der Ferien auf einem Stadtfest, was immer zu Ferienbeginn veranstaltet wird, Ray kennenlernt. Und Ray ist ein Indianer quasi, ein Yowama aus dem Reservat, was an die Stadt angrenzt. Und Josie verliebt sich sofort in Ray und seine unglaublich grünen Augen. Und auch Ray scheint sehr an Josie interessiert zu sein. Und die beiden sehen sich halt, reden aber nicht wirklich miteinander und dann verschwindet Ray auch wieder. Und Josie ist ein bisschen traurig darüber, denn sie hätte Ray gerne kennengelernt und hätte sich gerne mit ihm unterhalten. Und vergisst halt diese Begegnung auch nicht so schnell. Und Josie freut sich dann natürlich unglaublich, als sie feststellt, dass ihr Bruder Ray für den Sommer auf der Farm als Farmarbeiter eingestellt hat. Und so lernen die beiden sich kennen und kommen sich auch immer näher. Und Josie kommt mit jedem Tag dem Geheimnis von Ray auch ein Stückchen näher. Denn es ist so, dass Ray etwas vor ihr verbirgt. Und was das ist, das gilt es natürlich herauszufinden. Und was die merkwürdigen Ereignisse in der Stadt mit dem Ganzen zu tun haben und diesen mysteriösen Vorfällen, die immer wieder passieren, das ist es auch noch, worum es in diesem Buch mitgeht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Handlung vom ersten Teil richtig gut gefallen hat. Ich mochte das total. Ich mochte dieses Buch von vorne bis hinten. Ich fand die Handlung gut. Ich fand die Charaktere toll. Ich mochte Josie. Ich mochte Ray. Ich weiß, dass ich beim ersten Teil alles sehr, sehr mochte. Und ich fand im ersten Teil das Feeling von dem Buch so toll. Ich habe das so gefeiert, weil das so für mich so ein ganz, ganz tolles Feeling beim Lesen war. Das war so MacLeods Töchter meets Soko Leipzig oder sowas. Also das war so eine Mischung aus wirklich so Mädchengeschichte, so Mädchen-Love-Story und so einem Kriminalroman. Ich meine, Janet Clarke ist ja eigentlich auch Kriminalromanautorin. Und ich fand es einfach richtig gut gemacht, diese Mischung. Und das war so spannend geschrieben. Und man hat versucht, da dahinter zu kommen, was da alles so dahinter steckt. Und das wurde dann so stückchenweise aufgeklärt. Und das war einfach so toll. Diese Geschichte hat einen so tollen Ansatz mit diesen Indianern, die da noch eine Rolle mitspielen. Und was da alles noch so dahinter steckt und was da so dazugehört, das hat mir so gut gefallen. Also ich weiß, dass ich den ersten Teil damals unglaublich gefeiert habe. Also ich fand ihn rundum perfekt. Ich mochte die Handlung. Ich mochte, wie gesagt, die Charaktere. Ich fand das Setting richtig gut. Diese Pferderanch und diese kleine Stadt, in der das alles spielt. Und dieses Indianerreservat, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, gerade das Feeling vom ersten Teil hat mir so unglaublich gut gefallen. Das hat für mich diese Geschichte so rund gemacht. Und ich mochte auch den Schreibstil von Janet Clarke im ersten Teil total. Ich fand, das war ein schöner, lockerer, leichter Jugendschreibstil. Die Geschichte war absolut spannend erzählt und man wusste nicht sofort auf Anhieb, was so alles da dahinter steckt. Wie gesagt, wurde so nach und nach was aufgelöst und ja, ich mochte Ewig Dein von Janet Clarke auf jeden Fall total und ich habe mich unglaublich auf den zweiten Teil gefreut. Und der zweite Teil ist
ewig wir. Und ich muss einmal meckern, denn seht ihr es, der Verlag hat sein Logo geändert im Verlauf des letzten Jahres oder diesen Jahres. Und wenn das jetzt so im Regal steht, passt das wieder nicht so 100% zusammen. Aber naja, gut. Was will man machen? Aber wir Buchnerds, ne, wir legen da natürlich schon Wert drauf, dass es eigentlich alles so zusammenpasst. Aber naja, gut, ist halt so. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass mir das neue Logo besser gefällt wie das alte. Und naja, ist halt so. Hat man halt wieder zwei verschiedene Logos auf den Büchern. Was willst du machen? Ja, komme ich mal zu Ewig Wir. Ewig Wir setzt von der Handlung her genau an den ersten Teil an, weswegen ich euch hier nichts zum Inhalt sagen kann. Sonst würde ich euch komplett spoilern und das möchte ich natürlich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich die Handlung vom zweiten Teil her wieder sehr, sehr gut fand. Ich fand das Ganze wieder spannend erzählt. Man wusste nicht, was da dahinter steht. Man hat sich gedacht so, oh mein Gott, was kommt denn jetzt bitte alles noch? Aber irgendwie konnte mich die Geschichte nicht so packen wie der erste Teil. Also ich fand die Handlung gut, ich fand die Geschichte super spannend erzählt und ich mochte das auch total. Aber irgendwie hat für mich hier irgendwas gefehlt, was im ersten Teil definitiv da war. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass dieses Feeling für mich einfach nicht aufgekommen ist im zweiten Teil. Weil man ist in den zweiten Teil reingeworfen worden und sofort ging die Geschichte weiter. Und ich musste auch erstmal die ersten 50 Seiten lesen, um wieder in die Geschichte reinzukommen, um wieder zu erfahren, okay, wer war Dana, wer war Gabriel, wie haben die alle so zueinander gestanden. Das war für mich so ein bisschen schwierig. Also wenn man die Bücher exakt nacheinander liest, dann passt das super, dann hat man damit auch absolut keine Schwierigkeiten. Aber für mich jetzt so nach einem Jahr wieder in die Geschichte reinzukommen, das hat erstmal so 50 Seiten gedauert, aber danach war alles wieder gut und da war ich in der Geschichte auch wieder drin und dann wusste ich auch wieder, wie und was und wann und wo und was da alles passiert ist und wer wie wo war und ja, aber ich habe erstmal so ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen. Aber wie gesagt, irgendwas hat für mich im zweiten Teil an der Handlung gefehlt, dass das für mich so richtig perfekt war. Es war gut, es war spannend, es war toll geschrieben und toll erzählt, aber irgendwie hat für mich so das Zünglein an der Waage gefehlt, wie man immer so schön sagt. Was die Charaktere betraf, muss ich sagen, dass mir Josie wieder richtig gut gefallen hat als Protagonistin. Ich finde, Josie trägt die Geschichte richtig gut. Ich konnte Josies Entscheidungen an ein, zwei Stellen nicht so 100% nachvollziehen. Ich habe immer nur gedacht so, Mädchen, ich kann jetzt hier nicht sagen, was ich gedacht habe, sonst würde ich euch spoilern, deswegen sage ich das jetzt nicht. Aber ja, also mit so ein, zwei Entscheidungen in der Geschichte von Josie bin ich nicht einverstanden gewesen und da hätte ich mich definitiv anders verhalten. Aber mein Gott, es ist halt ein Jugendbuch, ne? Was die Nebencharaktere betrifft, hat mir das Ganze auch wieder richtig gut gefallen. Ich fand Dana als ihre beste Freundin wieder richtig cool. Ich fand Gabriel wieder ganz, ganz toll. Ich fand ihren Bruder Patrick, der jetzt auch so ein bisschen mehr Screentime in dem Buch gekriegt hat, fand ich auch wieder richtig gut. Und auch die anderen Nebencharaktere, die in diesem Buch noch mit eingeführt worden sind, fand ich richtig toll. Gerade diese eine Sache mit diesem einen Typen fand ich richtig gut. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also was die Nebencharaktere betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Da hat alles für mich auch gepasst. Das war für mich rund. Und ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich mich einfach nicht beschweren. Das hat gut gepasst. Und wie gesagt, ich war mit so zwei, drei Entscheidungen, die Josie da getroffen hat, nicht so ganz konform. Aber so ist das halt, ne? Man ist halt auch ein bisschen anders wie die Charaktere in den Büchern. Was das Setting betrifft, befinden wir uns natürlich hier wieder in Angels Creek, in diesem Indianerreservat und auf der Pferderanch. Und ich kann nur sagen, dass die Autorin mir das Setting wieder gut vermittelt hat. Ich konnte mir das Ganze wieder super gut vorstellen. Ich hatte keine Probleme, mir das Farmhaus vorzustellen oder das Reservat oder das kannte man aus dem ersten Teil ja auch noch. Aber irgendwie hat für mich hier so ein bisschen dieses Feeling einfach gefehlt, was im ersten Teil halt definitiv da war. Und das macht das für mich halt so ein bisschen schwächer, was das Setting auch betrifft. Wie gesagt, ich kann mich da nicht beschweren, es war solide, aber es war nicht so 100% rund. Und ja, was die Szenenbeschreibungen betrifft, hat es mir auch gut gefallen. Also ich konnte mir mal gut vorstellen, wie die Interaktion zwischen den Charakteren war. Ich konnte mir gut vorstellen, wenn der eine da war und der eine da war und die sich bewegt haben oder gekämpft haben oder irgendwas. Also das konnte ich gut nachvollziehen. Also das hat für mich auch auf jeden Fall gepasst. Und was den Schreibstil von Janet Clark betrifft, war das für mich auch wieder super. Dieses Buch habe ich ultra schnell auch gelesen. Ich glaube, ich habe das auch an zwei Tagen gelesen. Also es hat sich super leicht lesen lassen. Es ist jetzt auch kein Buch, was extrem dick ist. Ich hätte mir vielleicht an manchen Stellen der Geschichte sogar vielleicht noch so die eine oder andere Seite mehr gewünscht, einfach um das Ganze ausführlicher zu erklären und zu beschreiben. Also da wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn man so ein bisschen die Geschichte hier und da noch ein bisschen mit ausgebaut hat. Gerade diese Sache mit ihrem Vater und diesem ganzen,
was da noch da drum und dran war und diesem einem FBI-Typen, da hätte ich mir echt irgendwie noch ein bisschen mehr gewünscht, aber es ist jetzt nicht extrem dramatisch. Aber ansonsten hat mir der Schreibstil von Janet Clarke auch wieder richtig gut gefallen. Also ich finde, die Autorin hat einen super spannenden Schreibstil auf jeden Fall. Das war auch im zweiten Teil wieder so. Es war sehr, sehr spannend. Man wusste nicht, was passiert jetzt als nächstes und was kommt jetzt. Andererseits waren natürlich manche Situationen wieder total vorhersehbar, wo man dann aber gedacht hat, okay, steckt da jetzt mehr da dahinter oder nicht? Also es war immer irgendwie eine gewisse Spannung in der Geschichte da, weil man nicht wusste, wie die Charaktere jetzt genau reagieren zu 100%. Und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also wie gesagt, die Autorin schafft es auf jeden Fall hier, das spannend zu vermitteln. Ich kann im Endeffekt nur sagen, dass mir die Deathline-Reihe, also diese beiden Schätzchen hier von Janet Clarke, unglaublich gut gefallen haben. Ich hatte super viel Spaß beim Lesen. Es war spannend, es hat mich gefesselt. Und ja, wie gesagt, der zweite Teil war so ein bisschen schwächer wie der erste, weil da für mich einfach dieses Feeling gefehlt hat. Aber es ist immer noch ein tolles Buch, es ist ein tolles Ende. Und ich muss sagen, ich habe am Ende so ein bisschen meine Probleme gehabt, das Ganze noch zu verstehen, weil da sehr viele Dinge noch mit reingespielt haben. Und ich bin aber ansonsten mit dem Ende fein. Also ich finde das Ende gut, das hat mir gut gefallen, das ist gut gemacht gewesen. Aber ich habe dann doch noch so ein, zwei Fragen am Ende gehabt, die nicht geklärt worden sind. Und das fand ich ein bisschen schade, aber ist jetzt nichts ultra dramatisches. Muss ich halt in meinem Kopf mir vorstellen, wie das halt so ist und so. Tada! Ansonsten kann ich euch die Deathline-Reihe von Janet Clarke nur empfehlen, wenn ihr gerne Bücher lest, die so McClouds Töchter meets Kriminalroman sind. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber es ist wirklich richtig cool gemacht. Also es ist im Prinzip eine Urban-Fantasy-Geschichte. Und ja, ich mag die Bücher total. Ich kann sie euch nur empfehlen. Und ich würde sagen, ich komme jetzt nochmal zum spoilerhaften Teil für alle, die Bücher schon gelesen haben. Und alle anderen schalten jetzt einfach ab. Und ich sage schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Kommen wir zum nicht spoilerfreien Teil von Ewig Wir. Ich kann zum ersten Teil nicht mehr wirklich viel sagen, was das Spoilern betrifft, weil ich mich ehrlicherweise gesagt so an diese ganzen Details in dem Buch nicht mehr erinnern kann. Also ich kenne noch den groben Verlauf der Geschichte und ich weiß, dass mir das gut gefallen hat, aber ich weiß nicht mehr so einzelne Szenen oder sowas, was mir vielleicht nicht so gefallen hat oder so. Das weiß ich nach einem Jahr nicht mehr. Nope. Aber kommen wir zu Ewig Wir. Ich muss sagen, dass ich zu Beginn der Geschichte so ein bisschen verwirrt war über den Ansatz der Geschichte und ich war auch verwirrt, dass Dana auf einmal mit Patrick zusammen war. Das hat sich ja so im ersten Teil immer schon so ein bisschen angedeutet, aber der Mann geht jetzt halt einfach zusammen. Das war für mich so ein bisschen so, hä? Waren die im ersten Teil schon zusammen oder nicht? Oder wie war das? Also das hat mich jetzt im Moment dann so ein bisschen verwirrt, wo ich das gelesen habe, aber ja, alles gut. Ich fand das jetzt nicht doof oder so, dass die zusammen waren, aber es hat mich am Anfang schon irgendwie irritiert. Und ich muss auch sagen, dass ich fand, dass durch diese Beziehung die Freundschaft zwischen Dana und Josie so ein bisschen gelitten hat, auch wenn sie immer versucht haben, genau das zu vermeiden. Aber ich fand halt, dass Dana an der Stelle so ein bisschen zu wenig da war für Josie. Dass sie da so ein bisschen sich zu wenig um sie gekümmert hat, obwohl man natürlich verstehen kann, dass sie mit ihrem eigenen Glück natürlich auch erstmal so das ein bisschen genießen möchte. Am Anfang wurde ja auch gesagt, dass sie Ray immer noch spürt und mit ihm geredet hat und dann ist sie ja in den Urlaub gefahren und dann war er auf einmal weg. Und man hat halt nie so richtig erklärt bekommen, warum er denn jetzt weg war. War er jetzt weg, weil sie nicht mehr auf der Farm war, obwohl er ja eigentlich immer bei ihr war? Oder war er jetzt weg wegen den ganzen Zweifeln, die sie hatte? Das finde ich, hätte man noch genauer definieren können. Also das fand ich ein bisschen schade. Also, das ist ja dann so nach und nach rausgekommen und er hat ja dann immer gesagt, du musst mit dem Herzen hören und nicht mit dem Kopf und lass dir nichts einreden und glaub an uns und bla. Aber das hätte ich schöner gefunden, wenn das da irgendwie noch ein bisschen näher erklärt worden wäre, wenn da so ein bisschen näher drauf eingegangen wäre. Das gilt im Übrigen für das ganze Buch. Also ich finde, hier sind so viele kleine Sachen, die einfach so im Raum stehen gelassen wurden, wo ich mich halt gefragt habe, warum. Wo ich auch richtig geflucht habe in diesem Buch, war dann so gegen Ende, wo sie das Amulett für Mike gemacht hat. Ich habe so gedacht, nein, tu es nicht. Da sieht ein Blinder mit einem Krückstock, dass da irgendwas nicht stimmt und dass da irgendwas passiert. Und ah, es war so doof. Und ich meine, klar, dass sie am Ende ja dieses Amulett machen musste, um ihn dann am Ende überhaupt generell vernichten zu können. Das hat dann für mich schon Sinn ergeben. Aber ich habe trotzdem so geflucht an der Stelle und habe gedacht so, nein, tu das nicht. Jetzt nicht dieses Amulett nehmen und ach, ja. Und ich fand halt auch irgendwie doof, dass Ray in dem zweiten Teil nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat. Also er war ja schon ab und an mal da,
Aber er hat jetzt nicht so mit eine tragende Rolle gespielt im zweiten Teil. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Also ich hätte mir hier einfach für Ray ein bisschen mehr Screentime gewünscht einfach. Dass er einfach präsenter gewesen wäre in diesem Buch und nicht immer ihr nur irgendwelche Herzchen geschickt hätte. Ich meine, er hat ja auch am Anfang, ne, wo er ihr diese Herzchen geschickt hat, hat er ja schon gemerkt, dass sie nicht rafft, was er von ihr will. Und anstatt er dann einfach mal seine Taktik ändert und ihr irgendwelche anderen Zeichen schickt, nein, schickt er locker munter weiter Herzchen, die sie einfach nicht verstehen kann. Oh, da habe ich mir gedacht, Männer, ne? Alter, merkst du nicht, dass deine Freundin dich nicht versteht und sie nicht versteht, was du ihr damit sagen möchtest? Ja, das habe ich halt auch irgendwie nicht so ganz verstanden. Und wie gesagt, im Großen und Ganzen hat halt für mich dieses Feeling gefehlt, was im ersten Teil auf jeden Fall da war. Das fand ich ein bisschen schade. Und ich muss auch sagen, dass ich die Geschichte am Anfang schon so ein bisschen gezogen hat, ehe dann wirklich so es losging. Und ich fand am Ende das Ganze jetzt nicht zu knapp gemacht, aber man hätte das definitiv noch ein bisschen ausschweifender machen können. So zum Ende hin, gerade wo dann die Yobama entführt worden sind und wo die dann gegen Dassler sich so verschworen haben und wo sie dann versucht haben, die Schatten zu vernichten. Also ich finde, man hätte aus der Geschichte am Ende einfach noch ein bisschen mehr rausholen können. Das war irgendwie jetzt nicht gefühlt so, die Autorin wollte fertig werden, das nicht. Aber ich weiß nicht, also für mich war das halt nicht so 100% rund wie der erste Teil, was ich ein bisschen schade finde. Aber ich fand den zweiten Teil trotzdem gut. Also da kann ich dazu nicht sagen, außer dass mir der zweite Teil auch sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, und mehr weiß ich so spontan gar nicht zu erzählen. Ich glaube, das reicht auch, sonst wird dieses Video wieder extrem lang. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Gucken. Eure Meinung wie immer gerne unten in die Kommentare und denkt dran, nicht spoilern. Dann schreibt ein bisschen Platz oder schreibt eine Spoilerwarnung rein. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.